Hallo Leute, ja, Mordrak hatte geschrieben, dass ich beim Algenterrarium immer zusehen sollte, dass ich daneben so einen Lufterfrischer hinbaue, damit da die verschmutzte Luft nicht so viel produziert wird. Das werden wir jetzt in dieser Folge machen und dann müssen wir hier noch einen Schalter irgendwie zu dieser Pumpe machen, dass wir an- und ausmachen können. Weiß noch nicht, wie es geht. Schau mal da, ne? Ich würde sagen, nach dem Intro. So, jetzt erstmal habe ich schon hier den Dingens ausgewählt. Den bauen wir da mal hin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die alle sind. Ne? Da ist einer. Ich glaube, hier ist es keiner, oder? Wie kriege ich das denn am schlauesten hin eigentlich? Ich müsste jetzt hier... Ne, Sauerstoff-Overlay werden. Ne, warte mal. Keim-Overlay? Ne, hier muss irgendwo das Ding ins Overlay sein, wo ich... Dekoration, Lüftungsoverlay. Ne. Raumoverlay, nee. Landwirtschaft. Oder suche ich gerade hier an der falschen Stelle, ne? Kann das sein? Ne, da, Materialoverlay. Und da brauche ich jetzt Gase. Und dann sehe ich die Gase, die da sind. Das ist verschmutzter Sauerstoff. Das heißt, da wo grünes Zeug ist, da muss auch so ein Lufterfrischer stehen. Oder? Aber so schlimm ist es wohl gar nicht, oder? Da ist noch einer. Dann machen wir da noch einen hin. Ah, jetzt ist es umgeschaltet, ne? Ist ja auch wieder cool. Schade. Das schaffe ich dann nicht. Da haben wir schon einen reingebaut, sowieso. In der Küche ist nichts, hier ist genug. Ich glaube, hier habe ich gar keine hingemacht, oder? Hier oben können noch welche, da ist auch einer. Dann machen wir das so, so. Hier sind aber keine. Hier oben war noch irgendwo einer. Da. Kann ich keinen mehr bauen? Wieso kann ich keinen mehr bauen? Da. Weil der da ist. Hier oben ist Sauerstoff ohne Ende. Steigt ja auch hoch, oder wie war das? Hier haben wir noch welche gebaut. Hier sind keine. Haben wir hier was reingebaut? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus. Ist hier was zwischen? Ne. Ja, wenn da einer irgendwo ist, dann haben wir ein anderes Problem, ne? Ja, irgendwie haben wir hier unten jetzt den ganzen Dingens erstmal, ne? Wie heißt es? CO2. Aber das ist jetzt noch nicht so richtig, wie wir uns das vor... wie vor allem Mordrak sich das vorstellt, glaube ich, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Also, wir müssen mehr machen. Oh, was ist jetzt hier los? Fertigkeiten der Duplikanten, den hatte ich letztes Mal schon gesehen. Das ist schon fertig, ne, oder? Hier sind die Herzchen auch schon erledigt. Schutzanzug würde da gehen. Aber weiß ich noch nicht. Oh, ist schon durch hier mit. Oh, wir sind schon Raketenwissenschaften. Navigation, okay. Kann schon alles. Dann wäre verbessert. Naja, dann geht er hier da, siehst du? Okay, das. Aber er hier könnte noch was, ne? Verbessertes Basteln oder verbesserte Stärke? Aufräumen. Aufräumen ist immer gut, oder? Das machen wir mal bei ihm hier noch. Gut. Ja, haben wir. Dann können wir hier noch was auswählen. Abgewählt. Nicht das Richtige angewählt. Da ist er. Was können wir denn drucken hier? Hilfspaket. Pikante Tofu. 12.000. Ja, warum nicht? Ach so, muss man auch erst auswählen, ne? Drucken. Sonderbar. So, das können die dann essen, ne? Muss das in den Kühlschrank? Ungekühlt, ja. Wo ist der Kühlschrank? Haben wir überhaupt einen Kühlschrank? Ja, da. Das mal sofort aufräumen. Mit hoher Prio, damit das in den Kühlschrank kommt. Ich hoffe, der Kühlschrank ist auch kalt. Kann man das irgendwo sehen?
Gespeicherte Temperatur 1 Grad. Ich glaube, das ist richtig, ne? Das läuft, oder? Ich habe aber keine Ahnung. Und da hat schon einer das Tofu ein Stück. Ach ne, der isst hier schon gleich das Tofu wahrscheinlich, ne? Auch gut. Da muss einer auf Toilette. Ja, ich hoffe, das funktioniert alles mit der Toilette. Ah, hier fällt mir gerade ein, da muss noch ein Stein hin. Aber das muss so ein Luftstein sein, ne? Kein Wasser, nur Luft. Isolierter Ziegel, ne, luftdurchlässiger Ziegel. Und die darf lässt keine Flüssigkeit durch, aber du hast. Okay, das ist der richtige. Der muss da rein. Das passt dann. Jetzt kommen wir noch zum Schalter. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwerer, weil ich da keine Ahnung von habe. Ein Ein- und Ausschalter sendet ein grünes Signal oder ein rotes Signal an ein Automatisierungsnetz. Ist das das, Dralo? Mordrak? Ich denke schon, ne? Ich mache den einfach dahin und schließe den einfach mal an und dann wollen wir mal gucken, was passiert, oder? Und ja, lass ihn mal mit Prio 7 bauen und ja, die Leitung müsste eigentlich auch mit Prio 7 gebaut werden dann, ne? Ja, das ist schon da, wahrscheinlich. Ja. Hoffen wir, dass das gleich so wird, wie wir uns das vorstellen, ne? Und da müssen wir ein bisschen mehr abpumpen, hat der Mordrak geschrieben, und dann könnte das vielleicht funktionieren, was wir vorhaben, dass dieser Sensor öfter anspringt. Müssen wir gucken, weiß ich jetzt nicht. Ich bin guter Hoffnung. Wie ist mit Essen? 30.000, kommen wir gerade noch so hin, ne? Er hörte sich gerade so an, als ob irgendeiner durchs Wasser läuft, oder? Hier ist aber kein Wasser zu sehen, oder? Nee, wohl nicht. Da pennt einer. Ist hier irgendwo Wasser? Ich glaube, da ist kein Wasser. Ist schon was passiert? Nee, ne? Die Rutschstange geht schon da, okay. Und lass uns die Rutschstange ruhig da einen verweitern. Aber die können. Ah, super. Hat wieder gut geklappt, ne? Ah, okay. Den Lufterfrischer, den können wir da gleich abproben machen. Weil der sitzt da schon falsch. Und Abbruch sind wir richtig, weil das können wir auch abbrechen. Okay, damit das auch noch gebaut ist, auch noch gut. Hier oben war ja genug Luft erstmal. Hier müsste man, ja, da können wir noch was ausgraben. Und dann kommt da der Lufterfrischer hin. Kann man den da eigentlich auch direkt hinsetzen? Ja, geht auch. Und dann weiter, super. Gut. Hier sind die, die werden auch gebaut. Das ist alles gut. Hier fehlt der Strom irgendwie. Weil wir wahrscheinlich keinen Kupfer haben. Machen wir erstmal 10 lieber nur, ne? Hier wird ordentlich abgebaut, sehr schön. Aufgenommen, Schmutzwurzel. Na super. Das bedeutet, wir können jetzt hier auch einen Boden bauen, glaube ich, ne, oder? Aber die Rutschestange geht da, weiß ich nicht. Eigentlich macht das keinen Sinn da. Brech mal ab. Ich weiß nicht, wie das hier nachher wird. Ah, da ist die Rutschestange und da, da ist der Schacht. Das passt dann schon. Ah, das müssen wir hier umändern, ne? Oh, das ist ja cool, dass es gerade abgeerntet wird. Dann können wir das doch gleich abbauen, oder? Entwurzeln. Die Schilffaser hat gleich schon einer mitgenommen. Auch cool, ne? Dann lass uns hier noch schnell den Block dahin bauen. Ist schon entwurzelt, oder? Ne, doch nicht. Warum baut der gerade nicht? Das läuft schief. Ach, weil die Pflanze da neu ist. Okay, aber die entwurzeln wir jetzt gleich. Dann sollte das erstmal funktionieren. Das kann zerlegt werden, genauso wie das. Und die Tür können wir auch abreißen. Dann ist das schon mal gut. Ja, das hatte geklappt. Warum wird das Tofu hier nicht in den Kühlschrank gebracht? Nur beim Aufräumen ist das richtig? Nee. Ist der voll? Ah, da, der ist nicht angewählt. Nee, der kann immer alles rein. Sonst verdirbt das ja so. Und dann müssen wir jetzt hier mal gerade aufräumen sagen.
Mach das mal schnell, sonst ist es nachher schlecht. Der Lufterfrischer ist schon mal da, das ist schon mal gut. Hier auch, hat alles. Wie, will der Strom haben? Nein, ne? Oh, der braucht Strom. Super. Ich dachte, da käme nur Sand rein. Kabel. Ja. Ist das hier schon am Limit? Warte, wenn ich das Stromoverlay habe. Dann sollte ich das doch angeblich hier sehen können. 600 Watt, doch, da steht's. Das bedeutet, es müsste noch gehen, oder? Und hier ist es 1,1. Da ist schon zu viel. Ah. Dann war das nicht gut, oder? 925 Watt. Okay, das geht noch. Oh, da wird gerade ein Bild bemalt, oder? Kann das sein? Das gucken wir doch mal gerade an. Sehr cool, oder? So eine Paintball-Gun. Hier schon fertig, ne? Mitternachtssnack. Ah, da auch. Ich dachte, es wären verschiedene. Schade. Strombatterie ist voll. Sehr gut. Wahrscheinlich haben wir hier keinen Stromabnehmer, ne? Doch, haben wir. Wäre das jetzt sinnig, dass... Ne, ist bestimmt nicht sinnig. Mach mal so. Das baut keiner, ne? Ja, müssen wir auch gucken. Da wird das nächste Bild gemacht. Deko läuft. Wenn die dann da schlafen, haben die ein schönes Bild über den Kopf und dann sind die glücklich und zufrieden bestimmt. Hier fehlt es an Sauerstoff. Das ist nicht gut. Oh, unser Schalter ist fertig. Aber die Pumpe läuft jetzt natürlich, ne? Ist klar, ne? Jetzt ist wahrscheinlich genug verschmutzter Kohlenstoff, Sauerstoff hier drin, ne? Lüftungsoverlay, was war das? Das, ja. Ja, jetzt läuft es wie wild. Oder ist der Schalter gerade an? Das könnte natürlich auch sein. Warte, dann muss ich die Automatisierungsgeschichte mir gerade angucken, dann weiß ich das. Ah, wahrscheinlich ist der Schalter gerade an. Und wenn ich den jetzt ausschalte, dann ist die Pumpe aus. Genau das wollten wir ja. Aber lass mal erstmal laufen, weil... Mordrak hat gesagt, ein bisschen laufen lassen, damit die Luft hier raus ist, die jetzt nicht so toll ist. Und dann kriegen wir das schon hin. Also sehr wichtig, dass wir hier auch schmutzige Luft erstmal... Oh, hier ist was schief gelaufen. Lüftungsoverlay. Da unten kommt gar kein Dingens an. Gasleitung. Und wofür war die? Ah, das ist bestimmt ein altes Überbleibsel, oder? So sieht doch erstmal gut aus, oder? Vielleicht wäre es besser, wenn wir hier mal die Prio auf 8 setzen und da auch, damit unten auch was ankommt, hier bei dem da. Die sind dann nämlich glücklich und zufrieden und haben zu essen. Oh, da ist ein großer schon. Dann komme ich da dran, ne? Ne. Blitzblank-Pufflet, war der das? Ja, ist der. Alter 7 von 75. Körpertemperatur glücklich, zahm, hungrig, gepflegt. Sehr schön. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Ja, müssen wir weiter gucken. Ist denn das Overlay jetzt hier, sag schon, die Lüftung schon gut? Ne, wird noch gebaut. Ja, wir haben das da abgebaut, ja, weil da... Ja, aber lassen wir erstmal so. Den kann ich nicht machen, war dann, ne? Das geht. Ja, und die Aktion mit Aufräumen ist immer noch gefragt, ne? Hier können wir zerlegen. Mal so. Weil da wollen wir ja noch eine Mauer bauen. Die können wir tatsächlich jetzt auch schon da oben auf jeden Fall bauen. Und da muss ja dann die Tür noch rein. Und wenn das fertig ist, können wir hier auch die Rutsche bauen, ne, oder? Ah, das muss auch noch umziehen dann. Ah, die Räume werden alle hier anders werden müssen. Speichert er gerade oder so? Kann das sein? Ah, das geht.
Jammer, also das war, glaube ich, weil wir da einen so einen Puffletter da irgendwie haben wollten, ne? Genau so ist es. Ja, mal schauen. Hier liegt leider Oxalit rum. Schnell aufräumen vielleicht. Mit Prio 9. Dann kriegen wir das, ne? Kohle liegt da auch. Sehr gut. Ich glaube, das macht der, ne, oder? Eigenschaften, generische Flammen. Keine Oberflächenspezifische. Steht wahrscheinlich nur hier, oder? Der möchte Fleisch als Essen haben, oder? Nee, hinterlässt. Doch, hinterlässt Fleisch. Ah, die lassen Bleichstein fallen, okay. Okay, das ist jetzt schwierig dann, ne? Mit dem Bleichstein. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das machen. Da weiß ich auch noch nicht. Eigentlich müssten wir das dann so haben, dass das hier in Wasser fällt, Bleistein, damit das. Ja, das wird ja spannend. Okay. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Das weiß ich auch noch nicht. Da einen normalen Ziegel hin. Und da drüber eine normale Tür. Den können wir, glaube ich, schon abreißen. Ich habe den Ziegel, ne? Ja, zum Glück, diesmal hat es geklappt. Da kommt jetzt auch wieder Luft rein. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen hier aber auch erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Guck mal, jetzt ist er dauerhaft grün, obwohl ich den ausgemacht habe. Passt. Ich glaube, das haben wir jetzt richtig gemacht. Danke für den Tipp, Mordrak.